Sally, schön, dass ihr da seid. Zu diesem Rezeptvorschlag, da sehen wir, was ich brauche. Also, als allererstes haben wir die Eier vorgekocht. Die müssen wir kochen oder man kauft halt schon harte Eier. Und als zweiter Schritt Herdöpfel, ihr könnt auch ganz kleine nehmen. Da muss man sie nicht klein schneiden, werden die jetzt noch zuerst gekocht. Damit das mit den Herdöpfeln schneller geht beim Kochen, schneide ich die mal in kleinere Stücke. Schneiden. Jetzt muss hier drei teilt, hier eine halbieren. So, und dann hier kleine Würfel draus machen. Ja, fast. Die sind noch etwas gross. Und ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr die auch schälen. Ich verwende die gerade so. So, und das gleiche mit dieser auch noch. Ja, während jetzt das noch länger geht, bis Wasser kocht, haben wir mal die Eier schälen. Die Schale entfernen. Ja, und erst jetzt, wenn das Wasser kocht, tun wir zum einen die Herdöpfel rein und zum anderen Salz dazugeben. Und jetzt während die Herdöpfel kochen, Salatsauce, Essig. Jetzt das Olivenöl. Hier darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass die Herdöpfel nicht zu weich werden. Hey, mal probieren. Oh ja, die sind schon gut. Abschalten. So, kaltes Wasser ein bisschen drüber. Bestimmt, wenn sie warm sind, nachziehen und dann werden sie noch weicher. Am besten wäre es, man könnte sie in Salzwasser machen, dann bleiben sie, wie sie sind. Dann verschwendet man nicht so viel Wasser. Und jetzt lassen wir die einfach abkühlen. Also, wieder zurück zur Salatsauce. Hier machen wir noch drei. Ein Löffel Oregano. Nicht ganz gefüllt. He. Dann brauchen wir noch eine Sardelle. He. Ja, das Öl könnte man eigentlich auch gerade verwenden, hey, macht das auch noch da oben drin. So. Es ist ein bisschen mehr drin, als es drin sein, wenn ich jetzt angegeben habe, aber ja. So ist es halt dann. Ja, alles los, wunderbar. Das ganz kleine Stückchen schneiden da. Dann fällt noch die Sardelle hier mit rein. Jetzt haben wir noch den Knoblauch. He? Dann mache ich es so, dann schneide ich erst auf beiden Seiten ein kleines Stückchen weg. Dann kann man irgendetwas nehmen zum Quetschen. So. Kann man hier nachher nur noch ganz einfach die Schale wegnehmen. Und das, was übrig ist, auch nicht schön ist, schneiden wir auch noch gerade weg. So. Und hier machen wir auch ganz viele kleine Stückchen. So, das war ich gemacht. Auch der Knoblauch. Und jetzt noch da rein.
zu machen. Kurz schütteln. Und probieren. Ja. Ja, okay. Lassen wir so mal etwas anderes. Dann hätten wir noch Tomaten. Die schneiden wir jetzt auch. Probieren. Das nicht ganz so schöne, obwohl man sie auch essen kann eigentlich. Nehmen wir raus. Und die hier nochmal. Und dann nochmal. So. Heisst quasi, wir tun die Tomaten achteln. Die Paprika, die Gäli, kommt die jetzt an die Reihe. So. Das erst rausschneiden. So. Hier nochmal das Weiße rausnehmen. Umkehren, es draufklopfen, dass die Kerne rauskommen. Wunderbar. Dann schneiden wir die in Streifle schneiden. Ich habe mich spontan jetzt gerade noch entschieden, etwas anderes zu machen. Das hätte ich vorher gemacht. Ich habe hier ein bisschen Kokos. Fett, Kokosöl und mache hier die drei und tun die ein bisschen anbröteln. Das habe ich mir jetzt überlegt, könnte man doch machen. Ja, jo, Zwiebeln haben wir auch noch. Schneiden wir auch links und rechts ab. Das wegnehmen. Hier machen wir Ringli draus. So, oder man kann es auch so schneiden, muss man aufpassen, dass man sich nicht die Finger schneidet. Auch eine Möglichkeit. Immer einen Blick auf die andere Pfanne, was da drin passiert. Installieren. Dann die ganzen Ringchen auch schön auseinander machen, dass es einzelne Stückchen gibt. So, könnt ihr euch vorstellen. Dann können wir die natürlich auch noch schnell ein bisschen drin machen. Jawohl, jetzt kommen die schönen braunen Farben über, das ist wunderprächtig. So, das reicht hier drinnen. Ein bisschen angedünstet. Ein bisschen braun werden lassen. Mehr nicht, so dass es glasig ist. Die Pädöpfel sind auch abgekühlt. Die kommen jetzt hier rein. Zwiebeln und all das mache ich auch gerade rein. Dann das Ganze ein bisschen miteinander pürieren. Dann hätten wir ja noch die Bohnen, die hier in der Dose sind. Könnt ihr auch noch selber kochen. Ich habe jetzt mal gedacht, ich probiere das halt jetzt auch mal mit dem aus. Da habe ich hier schon nicht kochen müssen, wie auch immer. Ist egal, ich koche gern. Das auch noch mal ein bisschen miteinander vermischen. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Einen zweiten nehmen, damit hier nicht zu viel kaputt geht. So. Ein bisschen vermischen. Wunderbar. Ja, also jetzt hätten wir noch Oliven. Die schwarzen Oliven. So, mal ein paar rausnehmen. Hier tun wir jetzt in ein paar kleine
darum die Stückle schneiden. Ja. Und dann kommen natürlich auch noch die Oliven da drin. Da habe ich jetzt einmal einfach symbolisch ein paar gemacht, um zu zeigen. Ich muss den Rest dann auch noch schneiden. Ja. Die restlichen Oliven sind drin. Jetzt kommt noch der Zaun. Ein bisschen so. Drösmeln. Dann wäre noch übrig hier. Das lösen wir separat auf der Seite. Das ist ein halbes Ei. Also, Moment, ja, doch, das hier. Und dann haben wir hier den Rest. Bedeutet, dass die Tomaten auch reinkommen. Und die Eier. Tue ich hier schnell so. Wegschneiden. Dann tun wir die auch noch mit da drin. Dann tun wir über das Ganze nochmal ein bisschen Salz drüber. Und den Pfeffer. Das ist schwarzer Pfeffer. He? Und das Ganze vorsichtig wieder miteinander vermischen. Die Soße nochmal schütteln. Und dann kommt auch die Soße drüber. Und erneut mit der Soße zusammen nochmal vermengen. Und dann wird serviert und auf dem Teller angerichtet. So, guten Appetit zusammen.